Was vor einem Jahr beim Digital Kindergarten 2018 als Jump'n'Run-Game Premiere feierte, ist jetzt Realität geworden. Wir machen heute einen Ausflug ins Super Communication Land von unserem Partner News Aktuell und schauen mal, was es da zu gucken gibt. Super Mario würde sagen, let's go! Es war vor ungefähr einem Jahr, als News Aktuell beim Digital Kindergarten vertreten war und wir nicht mit einer einfachen Broschüre da auftauchen wollten, weil das nicht zum Event gepasst hätte, sondern wir dachten, wir machen eine vielleicht spielbare Version einer Broschüre, wo man quasi ein kleines Videogame spielt und dabei Informationen über News Aktuell erfährt. Dieses Spiel habe ich gecodet und als Arbeitstitel in Anlehnung an Super Mario Land, was mein erstes Videospiel war, das ich jemals gespielt habe, ist Super Communication Land genannt, denn wir sind eine Communication-Szene. Ja, und dieser Name ist irgendwie nicht mehr weggegangen. Und vom Videospiel wurde es jetzt zu einem ganzen Event. Also ich bin schon von klein auf ein Jump'n'Run-Fan und habe schon Mario gespielt, irgendwie als ich 8 war. Und deswegen war ich schon Feuer und Flamme bei dem ganzen Layout. Und wenn man jetzt hier ist, ist es einfach super, mit so vielen Menschen sich auszutauschen und auch wirklich so ein bisschen dieses Spielerische ist einfach geil. Ist extrem cool. Also ich jumpe hier wirklich förmlich zwischen den Themen und kann mich kaum entscheiden, wo ich denn jetzt so als nächstes hingehen möchte, weil es überall coole Themen gibt, coole Leute gibt, die mir die Themen näher bringen wollen und die eine ganz offene Gesprächsbereitschaft hier leben und an den Tag legen. Und diese Atmosphäre, dieser Austausch, das ist einfach echt cool. Es ist ein bisschen wie so ein wirklich sehr cooles Coworking-Space, wo man vor lauter Sachen, die man machen kann, vergisst zu arbeiten. Es gibt auch einfach so lustige Spiele, die man spielen kann. Und es ist nicht so starr konferenzartig. Es gibt halt sozusagen Sachen, die auf Panels stattfinden und so weiter. Aber es ist insgesamt so sehr so organisch und spielerisch und es gibt geile Gimmicks. Ich habe zum Beispiel Socken bekommen. Genau, das ist halt teilweise halt auch unser Ansatz, halt einfach irgendwie machen und nicht nur darüber reden. Ja, weil dadurch kriegt man halt am besten ein Gefühl dafür und verliert vielleicht auch die Angst. Wir wollten einfach mal heute PR und Marketing, gerade Nachwuchs, Jumps 30 unter 30, zusammenbringen, um zu gucken, wie ticken die und wie tauschen die sich aus? Die Idee ist, dass wir Content-Vermittlung machen, also Know-how-Transfer. Die ist uns gut gelungen mit unseren Referenten. Das Programm basiert eigentlich auf den Teilnehmern und das ist auch einer der Unterschiede zu anderen Veranstaltungen. Wir haben da ganz viel abgefragt, waren im Austausch mit den Leuten, die sich angemeldet hatten und die durften dann über Slack sozusagen auswählen, welche Themen sie gerne hätten und die haben wir dann verfeinert zusammen mit unseren Speakern. Nächstes Jahr findet Zucola in Berlin statt, in der Heiligkreuzkirche. Also eine ganz tolle Location. Wir hoffen, dass ihr alle dabei seid.